Hi, ich bin der Brian von Alpha Tierchen und heute geht es um The Battle of Primes, wie auch schon im Titel angekündigt. Festbrennweiten von Sony, 24mm Lichtstärke 1.4 GM gegen Sony 20mm Lichtstärke 1.8 G. Diese beiden Modelle habe ich in vielen Kategorien miteinander verglichen. Auf die gehe ich heute einzeln ein und dann würde ich sagen, steigen wir mal direkt ein. Ja, und beginnen wollen wir das Ganze mit der Kategorie Look and Feel. Das 24er GM ist staub- und spritzwassergeschützt und ist mit einem 67mm Filtergewinde ausgestattet. Fokussiert wird per Focus by Wire. Es verfügt über einen frei belegbaren Custom-Button und per D-Click könnt ihr die Blenden, Geräusch und stufenlos verstellen. Die Rückseite des Objektivs ist mit einem Glas geschützt. Das 20mm G-Modell verfügt ebenfalls über einen 67mm Filterdurchmesser und ist genauso wie das 24mm GM staub- und spritzwassergeschützt. Auch dieses Objektiv hat einen frei belegbaren Custom-Button. Beim 20er G wird ebenfalls per Focus by Wire fokussiert. Und auch hier könnt ihr per D-Click die Blenden stufen- und geräuschlos verstellen. Wenn ihr den Blendenring auf A stellt, könnt ihr die Blenden über die Kamera steuern. Dies gilt für beide Objektive. Auch bei diesem Objektiv ist die Rückseite durch ein Glas geschützt. Hier noch einmal beide Objektive im optischen Vergleich. Beide verfügen über die gleichen Buttons. Nächste Kategorie, Schärfenvergleich. Anhand der folgenden Fotos könnt ihr euch ein eigenes Bild davon machen, wie scharf die beiden Objektive sind zueinander, auch in verschiedenen Blendenstufen. Gleichzeitig bin ich auch mit beiden Linsen an die Naheinstellgrenze gegangen. Bei meinem Schärfevergleich habe ich zwar in verschiedensten Blendenstufen Fotos gemacht, aber zur Übersichtlichkeit und damit es nicht zu viel wird, zeige ich euch ja jeweils ein Foto mit Offenblende und einmal mit Blende 8. Aufgrund der sehr feinen Strukturen habe ich mich bei diesem Test für einen Geldschein entschieden. Ich denke mal, nirgendwo kann man besser zeigen, wie scharf die beiden Objektive in der Mitte und auch zu den Rändern hin sind. Beide Objektive produzieren sehr schöne Sonnensterne, wobei der Sonnenstern des 24er GMs für mich organischer erscheint. Nächste Kategorie, Astrofotografie. Mit Blende 1.4, mit Blende 1.8, einfach mal den Sternenhimmel belichtet. Auch auf die 500er Regel geachtet, aber hier musste man
beim 20er statt mit 25 Sekunden mit 20 Sekunden belichten und beim 24er statt mit 20 mit 15 Sekunden, damit man auch keine Star Trails hatte. Was ist mir nun bei meinem Astrofotografietest aufgefallen? Das GM ist ein kleines bisschen lichtstärker, ist klar, Drittelblende mehr, aber gefühlt ist es trotzdem heller wie nur eine Drittelblende Unterschied. Beide Objektive bei Offenblende wirklich extrem scharf schon bis in die Ecken. Keine Bildfehler sind mir aufgefallen. Die Sterne werden sehr, sehr klar dargestellt. Ich konnte mit dem Focus by Wire sehr gut fokussieren mit beiden Linsen. Also auch da ist kein wirklicher Unterschied für mich ersichtlich. Die Kategorie Video. Ganz besonders wichtig bei mir auf meinem Channel, da ich sehr gern und viel Video mache, die Linsen für mich vor allem videotauglich sein müssen, die Performance bei Video ist für mich interessant. Da habe ich verschiedenste Tests gemacht über Fokusverhalten und Fokusgeschwindigkeit, Bokeh-Look, der Bild-Look, Autofokusverhalten und wie sich die beiden Linsen auf einem Gimbal schlagen. In dem Fall habe ich sie beide auf einen Seeing Crane der ersten Generation gehabt, der oft mit schwereren Linsen Probleme hat und auch nicht immer leicht zu justieren ist. Mit beiden Linsen hatte ich kein Problem auf dem Seeing Crane. Sie sind leicht genug für die Videoanwendung. Der Autofokus bei beiden Objektiven erschien mir gleich schnell. Ist auch, denke ich, ein bisschen situationsabhängig gewesen. Ich konnte nicht immer in der gleichen Situation unter gleichen Lichtverhältnissen die beiden Linsen miteinander testen. Aber von der Performance her ist mir da jetzt nicht wirklich ein Unterschied aufgefallen. Aber da könnt ihr euch ja selbst ein Bild davon machen. Beide Aufnahmen sind von der gleichen Position entstanden. Hier sieht man auch sehr schön, wie viel Blickwinkel man mit den 20 mm gewinnt. Beide Objektive produzieren sehr schöne Bokeh-Bälle. Aber wie man auch sieht, leiden beide unter einem sehr starken Focus-Breathing. Das hübsche Model, das als Fokusobjekt diente, war meine Hündin Sansa. Da der Augenautofokus für Tiere bei der A7 M3 leider noch nicht implementiert ist, haben beide Objektive in diesem Test etwas Probleme mit den Scharfstellen gehabt.
filmischer Look. Da wäre das 24er in vielen Belangen wirklich vom Videolook her die schönere Linse, aber das 20er mit seiner 1,8er Blende steht dem nicht sehr viel nach. Der Gewinn an Weitwinkel ist schon deutlich spürbar aufgrund der 4 mm. Wenn man dann das Ganze mit einer Letterbox verbindet, dann hat man schon ein bisschen diesen anamorphen Look, sehr, sehr weitwinklig. Also gerade Establishing Shots sind, glaube ich, mit dem 20er deutlich schöner. Mehr Look, mehr Feeling, mehr Weite. Beim 24er hingegen gerade Thema Kamerabewegung, Fahrten mit der Kamera. Da wären die 24 mm aufgrund der geringeren Verzerrung filmisch interessanter. Unterkategorie Vlogging. Ich habe es mit beiden Linsen mal ausprobiert, habe das jetzt aber nicht mit in den Test reingenommen, da ich mir beim Vloggen einfach zu blöd vorkomme. Das ist nicht meins. Kann da aber nur sagen, das 24er, kleines bisschen schwerer, muss man weiter von sich weghalten. Wer kräftig gebaut ist, also kräftigen Arm hat, der kann das auch eine ganze Weile tragen mit einer A7, einer APS-C Kamera von Sony. Der Look ist ein kleines bisschen cremiger aufgrund der 24 mm mit der 1,4er Offenblende. Der Gewichtsvorteil vom 20er in Verbindung mit den 20 mm ist aber schon deutlich spürbar. Man muss die Linse nicht so weit von sich weghalten samt Kamera, hat dadurch nicht so eine Belastung auf dem Arm. Fürs Vloggen, glaube ich, wäre das 20er die bessere Wahl. Was mir beim Film mit Offenblende mit beiden Objektiven ganz besonders aufgefallen ist: mit einem typischen variablen ND-Filter 2-400, mit dem ich normalerweise arbeite, kommt man hier ganz, ganz schnell an die Grenzen. Ihr braucht was deutlich Stärkeres von den ND-Filtern her, um bei schönem Wetter, Sonnenschein mit Offenblende filmen zu können. Dann bekommt man auch einen geilen Look, aber normaler 2-400 Vari-ND nicht geeignet dafür. Da müsst ihr schon deutlich abblenden und verliert dadurch eben auch diesen Look der Offenblende. Ja, Fazit zu beiden Linsen. 24-1,4GM zu 20-1,8G. Preis-Leistungstechnisch für mich der klare Gewinner, das 20-1,8. Man muss aber auch ein bisschen differenzieren. Zu der Zeit, als das GM auf den Markt kam, gab es keine sonderliche Auswahl in dem Bereich. Und das Thema Prestige, GM-Linie, der Bildlook 24 mit 1,4er Blende, ein bisschen weniger Verzerrung, ein bisschen cremiger, ganz, ganz klein wenig runderes Bouquet, was aber nicht jetzt wirklich maßgeblich ist. Was dann schon wichtiger für mich wäre, wäre diese gefühlte bessere Transmission des 24ers. Trotz dass es nur eine Drittelblende besser ist, fühlt es sich an, als wenn doch ein bisschen mehr Licht als eine Drittelblende reinkommt zum 20er. Ist das diesen Mehrpreis wert? Ist ein bisschen der Anwendung geschuldet. Wie schon gesagt, der Look mit 24er Verzerrung super interessant. Wer es hat, kein Fehlkauf gemacht. Heutiger Stand der Dinge, wenn man die Wahl hat, das 20er zu kaufen für das Geld, ja, kann man nicht viel falsch machen. Ist ein bisschen vielseitiger, auch preis-leistungstechnisch, bringt 95% des 24ers zu 65% des Preises. Interessanter finde ich es vom Weitwinkel her an der Astrofotografie, ob man jetzt die Drittelblende mehr mit dem bisschen besseren, mit der bisschen besseren Transmission vom 24er wirklich braucht, muss jeder für sich entscheiden. Der weitwinklige Look aber, die 20 mm in der Astrofotografie, glaube ich, die deutlich bessere Wahl. Videotechnisch auch schon angesprochen, Establishing Shots mit dem 20er schöner, mehr der Filmlook, anamorph gehen. Das ist jetzt keine anamorphe Linse, es ist klar, es geht nur um die Bildwirkung, und da ist es doch ein bisschen mehr der anamorphe Look beim 20er als beim 24er.
Performance-technisch beide Objektive auf einem sehr, sehr ähnlichen Level. Meines Wissens ist auch der gleiche Autofokusmotor im 20er verbaut, wie er auch schon im 24er war. Daher kann man da nichts falsch machen. Abschließend meine Empfehlung: Geht mit einem 20er, wenn ihr jetzt die Wahl habt, zwischen den beiden Linsen. Preis-Leistungstechnisch, hier kann man nichts falsch machen. Ist das flexiblere Objektiv aus meiner Sicht der Dinge. Bang for the buck, wie immer. Geht ja auch um das Thema Bezahlbarkeit. Und damit komme ich auch schon zum Ende von diesem Test. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Über Kommentare freue ich mich auch. Und nochmal über ein Abo. Und kann nur sagen, be addicted.